Bei einem Wohnhausbrand an der Kasseler Landstraße in Göttingen wurden am Samstagabend zwei Kinder und eine Frau verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Feuerwehr wurde kurz vor Mitternacht alarmiert und rückte mit einem Großaufgebot an. Bei Ankunft der ersten Kräfte schlugen die Flammen bereits Meter hoch an der Rückseite des Gebäudes empor. Das zweistöckige Flachdachgebäude befindet sich in einem Innenhof zwischen der Kasseler Landstraße und der Bachstraße. Zwei Kinder und eine Frau wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten das brennende Gebäude gerade noch rechtzeitig verlassen. Laut Auskunft von Nachbarn soll es sich um eine Familie aus dem Libanon handeln. Das Feuer entstand vermutlich in der Wohnung und griff auch auf die Terrasse über. Mit drei Rohren wurde der Brand gekämpft, sagte Feuerwehrsprecher Frank Loth. So konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden. Die Wohnung ist hingegen komplett ausgebrannt. Vor Ort waren über 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Grone und Stadtmitte. Über Ursache und genaue Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.